Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mich wieder frisch rasiert, umgezogen und sehe jetzt wieder richtig schick aus. Wir versuchen jetzt mal mit dem Herrn Vogel zu sprechen, in der Hoffnung, dass der uns weiterhelfen kann. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it the Art of Vandalism. Oder auch nicht. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it the Art of Vandalism. Auf dem Schreibtisch, zerbrochene Weinflasche, Bilderrahmen. Theoretisch könnte ich wegen dem Gemälde, aber das hat er ja nicht geklaut. Das ist jetzt eine gute Frage. Wir können jetzt hier, glaube ich, auch nichts machen. Das habe ich ja beides schon probiert. Das habe ich quasi alles schon probiert. Schlussfolgerung, der Dieb wollte den Maler nicht töten. Ja, das ist ja alles schön und gut. Aber indem wir einen Entwickler einer ruinierte Fotografie fanden. Oder hätte ich eventuell die Fotografie fotografieren müssen? Das wäre jetzt. Aber dieses. Ich kann jetzt gerade auch nicht auf Hinweise gehen. Dieses Zeichen bedeutet, meine ich, nur, dass wir da Hinweise bekommen haben. Ja. Ehrlich gesagt, das ist jetzt ein wenig doof. Ich werde mich. Ach so, wenn ich da jetzt wieder reingehe, muss ich mich wieder umziehen. Das ist doch Mist. Ich werde mal schauen, ob ich in der Wohnung noch irgendwas machen kann, ob ich da ein Foto machen kann oder so. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind an der Wohnung angekommen. Dann schaue ich noch mal, weil irgendwas müssen wir ja übersehen haben. Was wollte ich denn jetzt hier? Ach so, genau, ich wollte gucken, ob wir eventuell ein Bild von der Fotografie machen können. Das ist aber sehr, sehr klein. Das bringt uns vermutlich nicht allzu viel. Naja, wird auch nicht angezeigt. Zweite Zimmer. Dunkelkammer. Auf dem Boden liegt blutbeflecktes Gemälde. Das ist alles klar. Ich denke mal, dass das Gemälde wirklich der Schlüssel ist. Aber das Problem ist halt. Moment, wieso ist das jetzt gelb? It's time for some chemical magic, John. Nein, oder? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Oh, ist nicht euer Ernst jetzt. Gemälde aus Mr. Mercurius Wohnung. Mit Hilfe von Chemikalien konnte ich das Blut von Gemälde entfernen. Es handelt sich um ein Stillleben von Mr. Mercurius Wohnung. Ja, stimmt. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Okay. Also, das ist, da hinten fehlt ein Schädel. Kann ich das hier nochmal anklicken? Nee. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Ja, das mit dem Schädel sehe ich. Kann man da irgendwie näher ranzoomen? Die liegen da. Oh, scheiße. Nein, ich wollte kein Foto machen. Wobei, kann man
davon? Nee, ne? Das nimmt der so nicht an, oder? Oder? Moment, wenn ich das... Ah! Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt an dem Foto gelegen hat, aber ich glaube, das ist generell da drin. Nee. Wo haben wir... Moment, da hinten. Kann man auch noch was anfangen? If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Ja, das war nämlich jetzt auch mein Gedanke. Es ist nothing behind it. Dahinter ist nichts. Och, warum drücke ich immer die falsche Taste? Das ist alles weiß hier. Haben wir denn hier vielleicht noch irgendwas? Ah. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up, but the act of love. It wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Okay. Gut, das ist jetzt anders gelaufen, als ich jetzt gedacht habe, aber gut. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, er hat ja eben noch davon gesprochen, dass es zwei Unterschiede gibt, oder? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John. Siehst du die zwei Unterschiede? Kann ich das denn hier noch aufhängen eventuell? Nee, da kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Der Stuhl, den kann man zwar nicht genau erkennen. Ja, der Baum ist gar nicht drin gewesen, ne? Ach so, dann war das aber nur damit gemeint, dass ich da suchen sollte, oder? Nothing behind it. Beziehungsweise der Baum ist jetzt viel größer, oder? Vielleicht bin ich jetzt hier auch auf einer völlig falschen Fährte, keine Ahnung. Für mich scheint es ja auch so zu sein, dass eigentlich jetzt das Ganze geklärt ist und dass wir jetzt runtergehen sollten. Johns Zeichnung... Ah ja. Okay. Aber das sollte auf jeden Fall dieser Mister... Obwohl, der sieht anders aus als der, der ich jetzt bin quasi. Zeichnung einer Schwangeren. Okay. Das sollen wir anpinnen. Dann machen wir das mal. Und ich glaube, die Leute da drin soll dann bedeuten, dass wir, obwohl, naja, sprechen eigentlich nicht, lebender Toter. John hält es für keine gute Idee, der Vermieterin zu sagen, dass Mr. Mercurio tot ist. Er schlug stattdessen vor, dass ich mich weiterhin als der Maler ausgeben sollte. Ja. Scheint eine Herausforderung auch zu sein. Also werden wir das mal machen, dass ich mich weiter als er... Nein. The chest has been searched. Ja, ich wollte die Tür öffnen. Ich habe aber vergessen, dass sie automatisch aufgeht. Mann. So. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe... Maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can
Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Okay. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Okay. Johns Herausforderung habe ich dann bestanden. Sehr geil. Alle Hinweise erhalten. Sehr gut. Das heißt, wir sind hier fertig. Heißt aber noch lange nicht, dass wir da fertig sind. Deswegen mal schauen. Aber wir müssten, genau, wir müssten nämlich neue Gedankenspiele jetzt haben. Der rauchte und ich weiß, na gut, das kann man jetzt nicht kombinieren. Der Galeriedieb, genau, das ist mir nämlich auch direkt ins Auge gesprungen, beziehungsweise ins Gehirn, weil wir ja diese Zigarette war es, glaube ich, da gefunden hatten. Okay, dann die Wohnung des Malers wurde durchsucht. Das können wir doch kombinieren. Der Besucher könnte versucht haben, die schreckliche Fotografie zu finden und mitzunehmen. Aha. Okay. Der Dieb wollte in der Wohnung die Fotografie stehlen, fand sie jedoch nicht und tötete Mr. Mercurio unabsichtlich. Denke ich mal, dass es unabsichtlich war, ja. Da bin ich mir doch recht sicher. Das haben wir abgeschlossen, ja. Und da, was machen wir denn damit? Die Zeichnung mit rituellen Narben im Gesicht, ja. Die Frage ist jetzt, können wir mit ihr da nochmal drüber reden? Weil bevor ich mich jetzt wieder umziehen muss. You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. Okay, offenbar nicht. Puh, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Nein, wieso habe ich jetzt einen Bart? Und ich kann den jetzt wieder unterwegs nicht wegmachen, oder? Doch. Ausnahmsweise darf ich das mal. Okay, machen wir ihn doch schon wieder hübsch, so. Okay, sehr gut. Können wir vielleicht mit ihm reden? Oh, chap. Ja, können wir, bringen uns aber nichts. Dann fällt mir jetzt eigentlich nichts anderes, ehrlich gesagt, mehr ein, außer jetzt zu dem Kerl zurückzugehen. Also zu diesem Mr. Vogel hier. Ja, im Endeffekt immer geradeaus, wenn ich da einmal hochlaufe. Das werde ich jetzt mal nicht rausschneiden, weil das ja nicht so lange dauern wird. Was ist das? Hallöchen. Can I ask you a question? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Entschuldigen Sie. Mein Gott, sind die alle eitel, ehrlich. So. Ich meine, das käme jetzt irgendwo hier gleich. Ach so, nee, das ist es ja schon. Ich habe jetzt gerade das andere im Kopf. So. Das ist jetzt nur die Frage. Ich glaube nicht, dass er uns jetzt da weiterhelfen kann mit der Zeichnung. I think I'll leave the exhibition in its current state for Nein, a while. Nein, natürlich nicht. I'll call it the art of vandalism. Sollen wir jetzt hier noch einen Frauenarzt suchen oder was? Eieiei. Nee, falsche Taste. Warum habe ich hier immer noch ein Ausrufezeichen beim Verkauf von orientalischen Waren? Weil da müsste ich ja theoretisch noch was kaufen können, was wir noch brauchen, oder? Da könnten wir, das ist zwar jetzt nicht das, was ich jetzt eigentlich machen wollte, aber da könnten wir noch mal kurz vorbeigehen. Weil das letzte Ausrufezeichen, das wir hatten, das war ja auch irgendwas, was uns weitergebracht hatte. Jetzt laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Eigentlich wieder selten dämlich, aber ja. Ich bin mir jetzt... Moment, wo bin ich jetzt?
Ach so, ja, das ist wirklich blöd jetzt. Da muss ich einmal links und nochmal links. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wer uns da eventuell helfen könnte. Ob wir da in irgendein Archiv gehen können. Ich meine... warte mal. Dunkelhäutige Frauen kennen jetzt nicht unbedingt dunkelhäutige Frauen, ne? Ich weiß, aber ich habe keinen anderen Anhaltspunkt irgendwie. Bist du das, mit der ich hier sprechen muss? Sieht so aus, ne? Weil ich hier stehe. Merhaba. It's a good day for a purchase. Das ist schön. Ja, nehmen wir mal. May your purchase bring you joy. Ja, danke, danke. Gucken wir mal eben. Ja, das war anscheinend das Letzte, was wir noch brauchten. Dann würde ich eigentlich sagen, da wir jetzt hier gerade noch nicht so... Moment, da ist noch was. Verkauf von Kunstwerken. Okay, dann gehen wir doch da nochmal kurz gucken. So, eigentlich will ich ja weiterkommen mit dem Fall, aber ich möchte natürlich das hier auch soweit abschließen. You never find such magnificent... My goods will brighten up your house. So, das dürfte dann wie in Wirklichkeit, nur ohne all die Mörder unter Lunken, okay? Enjoy your purchase. Ich hoffe, das war dann auch das, was wir gesucht haben. Aber das war letztes Mal, meine ich, definitiv nicht drin. Okay, dann würde ich nämlich sagen, dass wir nochmal zum Anwesen zurückgehen. So, wer ist das denn? Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevo. Happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. Ich hab zu tun, aber wir nehmen es trotzdem schon mal an. You have my attention, Mr. Estevo. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There's a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Der Typ kennt sie nicht zufälligerweise. Do exercise some restraint, Mr. Holmes. Find the who's and we'll handle the whys. Okay. Jetzt muss ich eins aber mal kurz gucken, vorsichtshalber. Beobachten, Identität des Erpressers ermitteln und dann ihm Bericht erstatten, der auf dem Anwesen. Okay, weil falls das natürlich länger dauert, bis wir uns dem zuwenden können, wäre es natürlich ganz gut, wenn man das dann nochmal im Hintergrund hat. Ich wollte aber jetzt erstmal kurz im Haus nachgucken, was ich da jetzt gekauft habe. So, ein Bild. Das war, glaube ich, das hier links. Kann das sein? Das hängt aber ganz schön schief jetzt gerade. Nee. Moment. Das war... War das das hier? Aber es scheint jetzt keinerlei Erinnerungen irgendwie zu wecken. Falls es das war. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt schon wieder vergessen. Nee, da kommen wir nicht durch. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ja, da ist immer irgendwas wichtig. Wichtiges hinter. Was wird das gerade? Also, guck mal hier oben nochmal.
ich habe jetzt ernsthaft vergessen, was wir jetzt geholt haben. Wir haben das Gemälde. Dann fing er plötzlich mit dem neuen Fall an und alles. Bist du das? Nee, du bist es auch nicht. Aber das war halt so ein blaues Gemälde. Oder vielleicht war es das auch und das bringt mir jetzt nur nichts, dass ich das gekauft habe. Ich weiß es nicht. Hm. Die sehen irgendwie alle gleich. Okay, gleich jetzt nicht, aber schon ähnlich. Tja. Aber anscheinend kann man jetzt hier nicht wirklich was Neues machen. Ich hatte jetzt gehofft, dadurch, dass wir was gekauft haben, dass wir hier... Oder muss ich das... Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Da haben wir aber nichts Neues. Erinnerung im Herrenhaus. Wenn ich das jetzt hier ranmache. Bringt mir das wahrscheinlich auch nichts, ne? Ich laufe hier nochmal kurz den Weg ab, aber... Ah ne, das ist die Tapete. Nee. Also, das bringt mir jetzt nicht wirklich was. Ich werde das jetzt eben wieder umstellen auf den aktuellen Fall, weil da kommen wir ja scheinbar überhaupt nicht weiter. Ja. Nee, ich wollte ihn anheften. Hä? Hat der jetzt doppelt geklickt? Ich weiß es nicht. Fotografie. Ich hatte die Fotografie zuvor in der Wohnung gefunden. Die Zeichnung zeigt eine schwangere Frau mit rituellen Stunden. Vielleicht könnte ich auch bei der Polizei nachgucken. Ich meine, wenn sie das Ganze eventuell angezeigt hat, könnte man sie darüber ausfindig machen. Das wäre vielleicht noch ein guter Ansatzpunkt. Ich würde sagen, dass wir da in der nächsten Folge erstmal weitermachen. Dass ich mal schaue, ob wir in der Polizeistation, im Archiv irgendwo etwas finden können. Vielleicht auch im Rathaus, wenn das als Pressemitteilung durchgegangen ist. Man weiß es nicht. Das wäre jetzt auch das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Nur das Zeichen irritiert mich ein bisschen, weil ich ja anscheinend mit den Leuten reden soll. Aber es war jetzt natürlich keine Polizei da. Vielleicht können wir auch im Polizeirevier mit irgendjemandem reden. Man weiß es nicht. Also da müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal nachgucken. Ja, Sherlock stimmt mir zu. Und ja, dann hoffe ich, dass uns das in dem Fall weiterbringt. Wenn nicht, dann werden wir mal schauen, was wir da für Mycroft machen können. Aber ich hoffe, dass wir jetzt erstmal mit der Story hier weiterkommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.